weitermachen. Gut, dann tun wir das doch auch. Ja, den zweiten Teil übernehme ich, genau. Simon ist mein Name, wer mich schon vorhin gesehen hat bei dem Security-Vortrag, kennt mich schon. Für die anderen, ich bin Webentwickler, also eigentlich gar kein Designer. Templates mache ich dann halt mehr nur so den PHP-Teil. Das heißt, das Ganze wird jetzt ein wenig technischer. Wenn da Fragen aufkommen, bitte direkt irgendwie dazwischen schreien. Dann erkläre ich das ein oder andere vielleicht ein bisschen genauer. Ich bemühe mich aber, alles auch für jetzt Nicht-Programmierer vielleicht relativ verständlich zu erklären. Ja, ich mache mal weiter mit den sogenannten Includes. Wir haben ja gerade jetzt vorhin gesehen, wie man einen Override anlegt. Also sprich eine neue PHP-Datei für irgendeine bestimmte Seite des Virtomat oder auch für jede andere Komponente, die es da eben so gibt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass eine solche Seite relativ umfangreich wird. Also wenn man jetzt mal so eine Produktdetailseite sieht oder so eine Kategorieübersichtsseite, die sind schon teilweise sehr lang. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich habe da unten 10 verschiedene Tabs mit verschiedenen Infos drin und so weiter, dann können das mal ganz schnell 1.500 Zeilen in einer Datei werden. Tobi hat es ja vorhin schon angesprochen, das ist natürlich fürs Pflegen und Code finden und so weiter unübersichtlich, wenn ich da jetzt eine riesige Datei habe und scroll mir da einen Wolf, um irgendwas zu suchen. Und da kommen dann die sogenannten Includes ins Spiel. Includes sind also im Endeffekt nichts weiter als Teile des Codes, die ich aus der einen großen Datei auslagere in verschiedene kleinere Dateien. Und diese binde ich dann in dieser großen Datei ein. Ich warte mal kurz, bis hier die letzten noch wieder da sind. Jo. Ja, also damit kann ich Teile meines Codes aus einer großen Datei auf kleinere Dateien verteilen. Vorteil, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ist zum einen, dass die Übersichtlichkeit in meiner Datei besser wird. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich oftmals Code habe, der an mehreren Stellen verwendet wird. Ein schönes Beispiel ist die Virtomat-Startseite. Die meisten kennen die. Da habe ich dann irgendwie oben Featured Products, darunter habe ich die Top 10 Products und dann habe ich nochmal, ich weiß nicht was, irgendwelche anderen Produkte. Das sind dann 3-4 Mal immer eine Liste mit 3 oder 4 Produkten, die da auftaucht. Der Code, der zugrunde liegende für jeweils diese Bereiche, ist aber immer wieder derselbe. Also ich müsste dann jetzt in meinem Template 3-mal den Code untereinander kopieren. Der unterscheidet sich aber nur dadurch, welches Produkt da angezeigt wird. Also das Bild ist anders, der Text ist anders, der Name ist anders, aber der zugrunde liegende Code, die Diffs, die da drumherum geschachtelt sind, die sind immer gleich. Sprich, ich kann da dann einfach ein Include machen und das 3-mal einbinden. Das spart mir dann halt Arbeit. Es sei denn, ich will jetzt natürlich, dass die unterschiedlich aussehen. Dann funktioniert das nicht mehr, dann muss ich halt 3 Includes machen. Es gibt 2 Möglichkeiten, ausgelagerten Code wieder einzubinden. Das ist einmal die Load-Template-Funktion von Joomla selbst. Die kann ich in einer View aufrufen mit diesem Befehl hier, also einfach sys-load-template und dann der Name der Datei. Ich zeige da gleich noch was zu, es gibt ein paar Besonderheiten. Man sieht es hier unten, das ist die zweite Möglichkeit über einen direkten PHP-Include. Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist folgender. Der erste ist eine Joomla-Funktion, die zum Beispiel Overrides beachtet. Wenn jetzt also irgendwo im Virtomat so eine Load-Template-Funktion vorkommt, wird auch für dieses Include geschaut, gibt es für dieses Include ein Override? Wenn ja, wird das benutzt? Wenn nein, dann eben das normale Virtomat-File. In dem zweiten Fall, wo ich das direkt einbinde, da passiert das nicht. Also da wird immer die Datei in dem Ordner, die ich hier angebe, direkt geladen. Da werden Overrides und sämtliche andere Joomla-Funktionalitäten nicht berücksichtigt. Vorteil bei der zweiten Variante ist, die ist natürlich performant um einiges besser als die erste, weil eben zum Beispiel dieser Check, gibt es einen Override, der findet nicht statt. Also ich prüfe gar nicht, gibt es da irgendeine Datei, die ich eventuell laden muss. Wenn ich mir also sicher bin, dass ich keine Overrides habe und einfach nur diese Datei einbinden möchte, dann kann man den zweiten Fall benutzen. In der Regel kann man aber auch das erste benutzen. So, jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, wieso steht hier noch ein Default und hier fehlt es? Es ist kein Tippfehler.
Das ist eben dieses Layout, was wir am Anfang mal schon mal ganz kurz erwähnt hatten. Default ist halt immer der Standard. Wenn ich da in der LoadTemplate-Funktion, brauche ich das nicht angeben, weil es eben der Standard ist. Also der setzt dann automatisch das Default davor. Wenn die Datei default-items.php heißt, brauche ich nur Items angeben, das Default wird automatisch davor gesetzt. Und im zweiten Fall muss ich es aber angeben. Wie gesagt, war ein bisschen technisch, deswegen mache ich einfach mal ein Beispiel. Dann erklärt sich da vielleicht einiges von selbst. Oder gibt es schon jetzt Fragen? Sonst. Erstmal gucken, wo wir sind. Och, nehmen wir doch einfach das hier. Der Tobi hat schon vorbereitet. So, wir erinnern uns noch, die Default-PHP war die, die der Tobi vorhin angelegt hat. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, ich möchte hier in dieser Datei Code aus irgendeiner anderen Datei laden. Gut, die ist jetzt nicht sehr groß und die Übersichtlichkeit ist gerade noch gewährleistet. Aber für später kann das natürlich mal sein, dass ich dann irgendwas einbinden möchte. Das heißt, zuerst lege ich mal eine Datei an, die ich einbinden möchte. So, also ich habe einfach nur eine neue Datei angelegt, die habe ich default include1.php genannt und habe da include1 reingeschrieben, weiter nichts Spektakuläres. Und diese möchte ich dann jetzt hier unter meinem Hallo Welt ausgeben. Und jetzt gibt es halt eben genau diese zwei Möglichkeiten, die ich hier gerade hatte, einmal mit dem Load Template und einmal mit dem include. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier nicht rauskopieren? Das wäre ja praktisch. So, da haben wir es schon. Wie gesagt, das Default wird automatisch davor gesetzt. Ich brauche jetzt also nur noch include 1 davor schreiben. Wichtig ist noch, die Include-Dateien müssen hier in dem gleichen Ordner liegen wie das View-File selbst. Wenn ich die jetzt irgendwo anders hinschiebe, dann würde diese automatische Funktion die nicht finden. Also das ist halt so ein Standard von Joomla, der ist so vorgegeben. Wenn ich jetzt irgendwie eine Datei einbinden möchte, die komplett woanders liegt, dann bleibt mir nur noch die zweite Variante über ein PHP-Include, zeige ich dann gleich auch nochmal. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert hat. Jo, da ist es schon. Man sieht jetzt, er hat also diese Datei dann einfach aus dem Ordner geladen und das kann ich jetzt auch, ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt dieses Element öfter habe, kann ich das dann halt auch beliebig oft untereinander setzen, um halt das gleiche, den gleichen Inhalt mehrere Male auszugeben. Mit jetzt statischem Inhalt macht das wenig Sinn, dann hätte ich immer wieder das gleiche, aber wenn da drin jetzt Variablen stehen würden mit den Produktnamen und so weiter, die sich jeweils ändern, dann habe ich nur einmal den Code, aber eben andere Daten. So, und für den Performance-Freak ist eben auch noch die Möglichkeit gegeben, das direkt einzubinden. So, das ist dann die zweite Variante, die eben jetzt performance-technisch, also das ist dann wirklich jetzt Mikrosekundenbereich, etwas besser ist. Aber in der Regel braucht man das nicht. Also die Load-Template-Funktion von Joomla kann man wunderbar verwenden und die hat auch jetzt nicht irgendeinen expliziten Nachteil. Fragen dazu oder war das soweit klar? Scheint klar zu sein. Man sollte die Funktion auch besser benutzen, wenn Veränderungen und Feature-Erweiterungen in Joomla kommen, die den Load-Template mehr machen. Das ist genau, und eben, wie gesagt, die Overrides werden beachtet bei Load Template. Genau, es ist halt eben, wie gesagt. Genau, ja.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, das, ich kann da meine Variablen und alles genauso ausgeben wie jetzt in einem anderen Fall. Das unterscheidet sich nicht. Gut, wenn dazu keine Fragen mehr sind, machen wir weiter mit dem Datenfinden und Anzeigenteil. Da geht es jetzt eben darum, wenn man jetzt angenommen, man hätte, wie der Tobi vorhin, ein komplett leeres Template oder ein komplett leeres Override angelegt, da habe ich natürlich das Problem, dass ich da erstmal gar nichts sehe. Also keine Produktnamen, keine Bilder, kein gar nichts. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt an die Daten ran, die ich da auf dieser speziellen Seite anzeigen möchte. Also auf einer Produktseite möchte ich ja höchstwahrscheinlich den Produktnamen angeben. Wie mache ich das denn? Dazu vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wie funktioniert sowas in Joomla? Also da gehe ich jetzt wirklich nur ganz grob drauf ein, weil das wäre schon wieder eine eigene Session. In den sogenannten Models und Controllern, die liegen halt auch darum, das sind PHP-Files, die machen eigentlich nichts anderes, als Daten aus der Datenbank zu laden oder aus Dateien zu laden oder irgendwoher auch immer, die vielleicht noch ein bisschen aggregieren, vielleicht noch ein bisschen verändern, was auch immer, und dann werden die an die View weitergereicht, also an unser Template im Endeffekt. Und diese Daten kann ich dann ausgeben. Je nachdem, was das für Daten sind, gibt es da verschiedene Datentypen. Das erwähne ich nur deswegen, das ist vielleicht sehr technisch, aber man muss halt darauf achten, wenn man die Daten ausgeben will, je nachdem, was für ein Datentyp das ist, gibt es da unterschiedliche, ich sag mal, PHP-Befehle oder Feinheiten, auf die ich achten muss, wenn ich jetzt diese entsprechenden Daten ausgeben möchte. Also Strings und Numbers sind einfach nur Text und Zahlen, die kann ich relativ einfach ausgeben, kennen die meisten wahrscheinlich einfach mit einem Echo, dann den Variablennamen und dann sehe ich die. Wenn es jetzt allerdings Arrays oder Objekte sind, geht das nicht ganz so einfach, da muss ich mir halt erstmal raussuchen, was möchte ich aus diesen Arrays oder Objekten ausgeben und wie mache ich das. Arrays und Objekte sind vereinfacht gesagt einfach Datensammlungen, also da sind dann auch wieder Strings oder Numbers drin oder was auch immer. Wie gesagt, das jetzt im Detail zu erklären, wäre ein bisschen zu kompliziert, ist auch gar nicht wichtig. Man muss das nicht wissen, man muss eigentlich nur wissen, wie kann ich es ausgeben und vor allen Dingen, wie finde ich es, also woher weiß ich denn, was ich ausgeben kann. Um das rauszufinden, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich mir natürlich einfach das Original-View-File angucken, also das ganz normale View-File von Virtomat, zum Beispiel die Product-Details-Seite, die wir am Anfang kopiert haben. Wenn ich da reingehe, sehe ich, was stehen da für Variablen drin. Und genau diese gleichen Variablen kann ich wieder auch in meinem Override ausgeben. Ich zeige es gleich auch noch an ein paar Beispielen, dann versteht man es besser. Wenn ich allerdings jetzt ein komplett leeres File habe und da steht gar nichts mehr drin, kann ich natürlich auch nicht nachgucken, was sind da für Variablen drin. Dann habe ich noch die Möglichkeit in der View.html.php. Diese Datei gibt es für jede View und da werden die Daten aus den Models und Controllern an das Template weitergereicht. Da kann ich also auch sehen, was es da für Daten gibt. Das zeige ich jetzt einfach auch mal. Fangen wir mal an mit der Original-View. Ja, hier sieht man es schon, Kategorie-URL wäre zum Beispiel eine Sache, die ich ausgeben kann oder hier unten eben ganz wichtig, der Produktname. Wenn ich genau das in meinen Override kopiere, dann funktioniert das da genau wie in einem Original-File. Also da, das
Das kann ich mit allen Daten, die ich in dieser Default-PHP finde, die kann ich kopieren in das Override und die funktionieren da ganz genauso. So, wenn ich jetzt allerdings dann in dem View-File nachgucken möchte, das wie gesagt immer hier auch in dem View-Ordner liegt, es gibt für jede View, gibt es einen View-File, das liegt hier direkt im Root von der entsprechenden View. Also Produkt-Details ist ja die View und hier liegt dann auch das View-HTML-PHP. Das gibt es für Produktseiten, das gibt es für Kategorieseiten, das gibt es für jede View eben. So, und hier passiert eben Folgendes, die Daten werden geladen, hier zum Beispiel wird ein Produkt geladen und die werden dann an die View weitergeleitet und zwar mit AssignRef. Dieser Befehl, stimmt, ja, wollte ich gleich noch sagen, dieser Befehl oder diese Funktion sorgt dafür, dass diese Daten hier, das Produktmodell jetzt in dem Fall, mit diesem Namen in meinem Override verfügbar ist oder auch in der Original-View. Ich kann also einfach nach allen diesen AssignRef-Funktionen suchen und sehe dann, welche Daten sind alle da verfügbar. Also hier das Produkt, Order-Level und so weiter und so fort. Jetzt kam gerade schon der Hinweis, diese Funktion ist in Joomla 3 nicht mehr verfügbar, beziehungsweise ist deprecated, man sollte sie also nicht mehr benutzen. In Joomla 3 sieht es dann einfach nur noch so aus, dass ich mit this und dann den Namen, also jetzt in dem Fall hier allow rating, so, und dann die Variable, die darauf soll, dem Ganzen zuweise. So würde das Ganze dann in Joomla 3 aussehen. Ganz kurz als Hinweis, zurzeit ist ja Viertumar für Joomla 3 noch nicht verfügbar. Dementsprechend könnte es dann jetzt nur an den aktuellen Gegebenheiten zeigen. Ne? Genau, aber man kann sich dann schon mal im Hinterkopf so merken, in Joomla 3 dann einfach nach dieser Schreibweise suchen und dann ist das genau das Gleiche. So, wie sehen solche Daten denn jetzt aus, die man da hat? Wo ist hier Display? So. Das sind schon ein paar. Für alle anderen, genau, für alle anderen erkläre ich es jetzt nochmal ganz kurz, was ich hier mache. Und zwar möchte ich jetzt einfach mir mal anzeigen lassen, was ist denn eigentlich genau in dieser Produktvariable drin. Dieses Echo Pre und also der Pre-Tag, den ich da setze, der hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das ist einfach nur ein HTML-Tag, der die Ausgabe ein bisschen verschönert, dass das Gleiche im Browser etwas besser aussieht. Der ist also völlig irrelevant. Und printr ist eine PHP-Funktion, die mir eben genau diese Variable hier, also Product, ausgibt. Mit noch ein paar zusätzlichen Informationen. Ich weiß gar nicht, ob ich es abgespeichert habe. Hab ich nicht. So, hier sieht man es jetzt, so sieht sowas aus. Kleiner Tipp von mir noch, es bietet sich an, wenn man sowas macht, so ein bisschen Debugging hier dann einfach mal den... genau, aber zum Debuggen ist es jetzt ganz praktisch, weil dann der ganze Rest weg ist und ich wirklich nur noch jetzt eben dieses Objekt hier sehe. Ja, wie ich vorhin schon anfangs sagte, es gibt verschiedene Datentypen und diese printr-Funktion, die sagt mir eben nicht nur, was ist in der Variable drin, sie sagt mir auch noch zusätzlich, was ist das denn überhaupt für ein Objekttyp? Das sehe ich hier direkt ganz oben. Es ist eben ein Objekt. Es könnte jetzt genauso gut ein Array sein. Da haben wir dann hier eins, das würde dann so aussehen. Es könnte auch ein String oder eine Zahl sein. Das
ja, wäre dann sowas hier. Ja, das sind eben jetzt alle Daten, die ich in diesem Produktobjekt verfügbar habe. Das sind relativ viele, aber man sieht eben auch, hier alles Wichtige ist dabei. Also hier sind Related Products, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, da kommen wir jetzt auch noch zu. Das, was er jetzt gerade angesprochen hat, ist hier diese Information. Da steht noch dieses Protected hinter. Das heißt, dass ich diese, an diese Daten so ohne weiteres erstmal nicht rankomme. Also die kann ich nicht einfach mit einem Echo oder mit einem Print oder so ausgeben. Das würde einen Fehler geben. Es ist in der Regel aber auch so, dass man diese Daten da nicht braucht. Also die, die jetzt wirklich hier für die View relevant sind, wie das Produktgewicht oder der Name oder die Bilder oder so, die sind in der Regel schon public, also so, dass jeder die ausgeben kann. Wenn, wenn irgendein Teil hier private sein sollte oder protected, dann kann es noch sein, dass es dann wieder eine Funktion gibt, mit der ich an diese Daten rankomme, was jetzt aber dann doch schon sehr stark in die Programmierung reingeht. Also wer da Fragen hat, kann mich gerne ansprechen, aber ich glaube, das ist jetzt für eine Template-Entwicklung gar nicht so wichtig. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich an die Daten rankomme, kann ich auch immer noch in der Original-View nachgucken, was steht denn jetzt an der Stelle und kopiere das dann einfach rüber in mein Override-File. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier der Produktname zum Beispiel? Product Name, da ist er ja. Jetzt muss man natürlich noch beachten, das Ganze hat so eine Hierarchie, wie man jetzt hier schon so ein bisschen sieht. Also hier fängt das Objekt an und das zum Beispiel ist direkt auf erster Ebene sozusagen. Das ist ja wie so eine ULLI-List, das kennen ja die meisten. Also das ist halt so ein bisschen verschachtelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur hier diesen Manufacturer Name ausgeben wollen würde, das mache ich jetzt mal, kann ich das. Ganz unten habe ich jetzt einfach mal nur den Manufacturernamen aus diesem kompletten Produktobjekt ausgegeben. Jetzt ist es eben so, da das jetzt ein Objekt ist, muss ich hier mit diesem, ich nenne es jetzt mal File, arbeiten, um an diesen Namen ranzukommen. Und da kommen jetzt wieder die Datentypen ins Spiel. Wenn es jetzt ein Array wäre zum Beispiel, würde das so nicht funktionieren. In dem Fall sähe das Ganze dann so aus. Wenn also hier Array stehen würde, so wie jetzt in diesem Fall, dann muss ich mit diesen eckigen Klammern arbeiten, um an den Wert innerhalb des Arrays zu kommen. Wenn es ein Objekt ist, wie in dem Fall davor, dann muss ich mit diesem File arbeiten. Das ist jetzt halt einfach nur der Unterschied zwischen einem Objekt und einem Array, beziehungsweise der Unterschied ist natürlich wesentlich gravierender, aber für die Ausgabe ist das jetzt relevant. Also so komme ich eben an die entsprechenden Daten ran. Soweit Fragen dazu oder ist das klar? Gut. Brauche ich dazu noch ein weiteres Beispiel oder reicht das so? Hat irgendeiner vielleicht noch einen speziellen Wunsch für irgendwelche da? Also, wenn du da mehrstufig reinkommst, also ja, nicht in die oberste, sondern wenn du das dritte Objekt und dann der dritte Tag haben willst. Ja. Genau, ich suche mal vielleicht hier irgendwo ein Beispiel raus. Ich glaube, bei Bildern ist das, oder bei Preis. Hier zum Beispiel ist es auch. Sowas hier zum Beispiel. Ja, das ist, genau, das ist im Wesentlichen genau das Gleiche. Also das erste Teil hier ist ja, bin ich in dem Objekt wieder. Sprich, ich muss mit einem File dann erstmal hier rauf gehen.
Man kann das auch dann so nach und nach machen, dann sieht man das vielleicht besser. So, jetzt sehe ich nur noch den Teil. Also das ist jetzt quasi das Array innerhalb des Objekts, was ich mir jetzt ausgebe. Genau, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich möchte mir jetzt nur einen bestimmten Teil daraus ausgeben. Hier sind ja zwei drin, also entweder 1 oder 0. Das heißt, ich würde dann hier hinter, weil es ja in dem Fall jetzt ein Array ist und kein Objekt mehr, würde ich dann hier mit 0 zum Beispiel das erste Element dieses Arrays ausgeben. Das ist jetzt wieder ein Objekt. Das heißt, da muss ich dann wieder mit einem File an den Wert da drin rankommen, bis ich halt ganz am Ende des Pfades sozusagen angekommen bin. Was jetzt noch so ein bisschen so ein Sonderfall ist, oft ist es so, wenn ich jetzt mehrere Items in einem Array habe, will ich die natürlich oft alle ausgeben. Das mache ich dann nicht, indem ich jetzt einmal mit einer 0 und einmal mit einer 1 und einmal mit einer 2 das fünfmal untereinander schreibe, sondern für den Fall benutze ich dann einfach eine Schleife und laufe die alle durch und gebe die entsprechend aus. Kennt das jeder oder soll ich dafür ein Beispiel machen? Ist bekannt, gut. Ja, dann würde ich sagen, das ist glaube ich auch mein Daten finden und anzeigen Teil soweit durch. Virtumat Parameter hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist jetzt eben dann ein, ich sag mal, Virtumat-Sonderfall, der jetzt in der Virtumat-Komponente sich vielleicht von anderen Komponenten unterscheidet. Ich habe ja im Virtumat-Admin-Panel jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel sollen die Featured Products auf der Startseite angezeigt werden oder nicht. Soll der Produktname angezeigt werden oder nicht und so weiter und so fort. Zigtausend Einstellungsmöglichkeiten gibt es da. Alle diese Einstellungsmöglichkeiten befinden sich in der VM-Config. VM-Config ist ein Objekt, wo die alle drin sind, ist allerdings ein statisches Objekt, deswegen kann ich da nicht mit einem File einfach auf die Daten zugreifen. Zunächst vielleicht mal für mich wichtig, was sind denn da jetzt alles für Parameter überhaupt drin? Da ist hier das eine schöne Möglichkeit, sich eben alle Parameter, die in dieser Konfiguration drin sind, einfach mal anzeigen zu lassen. Man muss leider diesen Umweg über load-config gehen, er lädt quasi die Config nochmal und gibt sie dann komplett aus, weil es gibt keine Funktion für get-all. Man sieht ja hier im zweiten Beispiel, wie ich einen bestimmten Parameter abfrage. Also mit get und dann den Parameternamen kann ich einen bestimmten Parameter aus dieser Konfiguration abfragen. Also welchen Wert hat dieser Parameter? Genau, es gibt leider keine get-all, die mir also alles anzeigen würde. Deswegen muss ich den Umweg über diese load-config gehen. Ich zeige es einmal kurz. Also das können wir sogar noch weiter benutzen hier. So, das ist also die komplette Virtumat-Konfiguration. Da sind jetzt jede Menge Variablen drin, die eben im Admin-Panel eingestellt werden können. Jetzt ist es natürlich so, manche davon sind selbsterklärend, andere sind vielleicht ein bisschen kryptisch und ich weiß nicht genau, was ist die überhaupt, oder ich weiß vielleicht gar nicht im Admin-Panel, wie heißt das jetzt. Und da ist aber das Schöne, dass die Variablennamen, beziehungsweise die Feldnamen hier, also das hier ist ein Feldname, in der Regel mit dem Namen des Inputfelds im Admin-Panel übereinstimmt. Ich kann also jetzt hier im Admin-Panel auf meine Konfiguration gehen
irgendwie so Featured Products oder sowas. Hier zum Beispiel. Jetzt kommt wieder das Developer-Tool ins Spiel, hatten wir ja heute auch schon ein paar Mal. Und hier steht eben der Name dieses Feldes, in dem Fall jetzt Show Featured. So heißt hier dieses Input-Feld. Und praktischerweise heißt eben jetzt das Feldname in dieser Konfiguration genauso, zumindest in der Regel. So, hier sieht man es jetzt schon. Da haben wir ihn. Der ist jetzt im Moment eben 1, weil ich hier diesen Haken angehakt habe. Jetzt hatte ich ja gerade noch das Beispiel, für einen bestimmten Parameter auszugeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Ist eben nichts weiter als der Wert 1, der dafür steht, dass ich diesen Haken hier angehakt habe. Wenn ich den jetzt ausmache und dann nochmal abspeichere und das dann hier nochmal wieder abfrage, dann ist dieser Wert jetzt eben 0. Und anhand dieser Konfiguration kann ich natürlich dann jetzt in meinen Overrides jede Menge Sachen machen. Und zwar, indem ich da jetzt einfach Abfragen drumherum setze. Ich kann dann jetzt eben hier zum Beispiel fragen, ist dieser Wert 1? Das ist jetzt eben einfach nur eine Abfrage auf diesen Wert. Wenn dieser Wert 1 ist, zeige ich Test an. Wenn dieser Wert nicht 1 ist, dann zeige ich gar nichts an. Das ist natürlich ein total sinnloses Beispiel, zeigt aber eben sehr schön, wie ich zum Beispiel in Verbindung mit diesen Includes arbeiten kann, die ich gerade vorher vorgestellt habe. Wenn ich jetzt an dieser Stelle ein Include hätte auf eben eine Datei, die mir Featured Products anzeigt, ist das im Code super schön übersichtlich. Ich sehe einfach hier direkt, ja, wenn ich Featured Products im Admin-Panel angehakt habe, dann habe ich hier drin dieses Include auf Featured Products, auf dieses Template-File. Das bindet er eben dann nur dann ein, wenn ich im Admin-Panel diesen Haken auf 1 gesetzt habe. So, das müsste jetzt wahrscheinlich gar nicht zu sehen. Oh, habe ich mich vertippt? Ne, das sind gleich. Ich glaube, das sieht man. Ja, das ist, weil ich hier so eine ganz komische Auflösung eingestellt habe. So. Jo, da hast du recht. Ich glaube, man sieht sowieso nichts, weil ich das nämlich auf 0 eingestellt habe. Was denn jetzt? Nee, ich müsste eigentlich doch hier... Ach so, ja, wie gesagt, ich sagte ja gerade, ich habe es ja, glaube ich, auf Nicht-Anzeigen eingestellt. So. Und jetzt sieht man es dann eben auch. Ja, so, das funktioniert in der Regel für alle Parameter, die es hier so im Admin-Panel gibt. Und das ist leider im Virtomat komplett bunt gemischt. Da muss man extrem genau drauf achten. Also manchmal sind es Bool-Werte, manchmal sind es Int-Werte, manchmal sind es Strings. Das ist, weiß ich nicht, was da für ein System hintersteckt. Ich glaube gar keins. Also da muss man einfach wirklich drauf achten. In der Regel sind es Strings mit einer 1 oder einer 0. Aber wie gesagt, manchmal sind es auch boolsche Werte oder irgendwas ganz anderes. Ja, das weiß ich, sieht man das nicht im Print eher sogar auch? Schauen wir mal.
Ja, ich wollte mal gerade gucken, ob man es hier auch sieht. Ja, nicht wirklich, ne. Gut, dann stellen wir noch kurz die PHP-Funktion WarDump vor. Die ist der PrintR-Funktionalität sehr ähnlich. Jo, danke. So, man sieht, es ist sehr ähnlich der PrintR-Funktionalität, aber es gibt noch ein paar Zusatzinformationen, eben hier zum Beispiel, um was für einen Datentyp handelt es sich, und das ist hier noch die Länge. Also 1 heißt einfach nur, dass ein Zeichen ist. Wenn das irgendwelche mehr drin wären, dann hier zum Beispiel zeigt hier eine 3 an, und das ist eben der Datentyp. Für die Programmierer, für die Nicht-Programmierer noch der Hinweis, ich hatte gerade diese drei Gleichheitszeichen da drin, die prüfen eben auch noch den Datentyp ab. Also wenn da ist ein String eben nicht das gleiche wie ein Integer-Wert. Weil wenn ich nur 2 Gleichheitszeichen verwenden würde, ist das egal. Dann ist eine 1 als Integer-Wert das gleiche wie eine 1 als String. Dazu Fragen erstmal. Oder möchte jemand noch irgendwas Spezielles da sehen? Da war eben die Frage mit dem Preis, wenn man den Advokat von ihm oder von dem Buddy, der gerne den Advokaten eben den Preis sehen wollte. Ich glaube, der ist schon weg. Ich glaube. Gut, ja, dann haben wir das soweit durch. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn noch? 10 Minuten. Ungefähr 10 Minuten, gut. Das heißt, meine letzte Folie werde ich nicht mehr ganz schaffen. Da ging es jetzt nur darum, ich versuche das trotzdem noch mal kurz anzureißen. Und zwar gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich ein Override baue oder ein komplett eigenes Virtual-Template baue, dass ich eventuell ganz andere Daten laden und anzeigen möchte, wie auf dem normalen Virtual-Template. Ob man das tun sollte oder nicht, ist jetzt so ein bisschen Ansichtssache. Es ist aber immer nur mal der Fall, dass das oft vorkommt. Es wird auch oft von Kunden angefragt, ne, wie kann ich denn jetzt hier auf meiner Produktseite noch dies und das darstellen. Und das ist dann vielleicht eine Information, die von Virtomat von Haus aus, sage ich mal, jetzt gar nicht zur Verfügung gestellt wird. Dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie mache ich denn das? Ich kann dem Kunden natürlich A sagen, das geht nicht, weil Virtomat stellt diese Daten nicht zur Verfügung, wird den Kunden höchstwahrscheinlich nicht zufriedenstellen. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wie mache ich das? Und ich sag mal, so eine Konvention unter Entwicklern sind dann solche sogenannten Helper-Klassen. Ich lege mir also eine PHP-Klasse an und packe da für alle möglichen Daten, die ich zusätzlich irgendwo herholen muss, jeweils eine Methode rein und rufe die dann auf. Das können zum Beispiel jetzt Daten sein, die ich aus der Datenbank nachladen muss. Sagen wir mal als Beispiel, der Kunde möchte wissen, jedes Produkt möchte ich auf der Produktseite nochmal anzeigen, wie oft wurde denn dieses Produkt schon verkauft. Also wie viele Bestellungen gab es für dieses Produkt schon. Das ist zum Beispiel eine Info, die ist jetzt von Virtomat von Haus aus nicht verfügbar. Also wenn ich jetzt dieses Produktobjekt ausgeben würde, hatte ich ja gerade einmal gemacht, da wäre diese Information, wie viele Bestellungen gab es für dieses Produkt schon, die wäre da nicht verfügbar. Das heißt, in dem Fall müsste ich jetzt Daten nachladen aus der Datenbank. Dann würde ich mir eine sogenannte Helper-Klasse anlegen. Ich glaube, wir haben hier sogar schon eine. Ach ne, hier bin ich falsch. Ich gehe mal in das Free-Template. Tobi, weißt du gerade, wo die liegt? Moment. Template, Klasse. Ah, hier haben wir sie ja schon. Das ist jetzt einfach so eine Helper-Klasse.
Also sprich im Endeffekt einfach nur eine ganz normale PHP-Datei, eine PHP-Klasse. Und die würde ich dann in meiner View mit include einfach einbinden. Und da drin habe ich mehrere Funktionen, die eben irgendwas tun. In diesem Fall sind das hauptsächlich Design-Geschichten, die ich für irgendwas brauche. Aber da könnte ich natürlich jetzt auch eine Funktion reinbauen, um mir eben Daten aus der Datenbank nachzuladen. Das heißt, ich würde hier dann neue Funktionen dazu tun. Das wäre dann jetzt eine neue Methode innerhalb dieser Klasse. Dieses Static sorgt einfach nur dafür, dass ich die Klasse nicht vorher instanzieren muss mit einem New, sondern ich kann direkt auf diese Methode zugreifen, sobald die Klasse eingebunden ist. Sobald ich also die Helper-Klasse einmal geladen habe, kann ich auf alle Funktionen innerhalb dieser Klasse direkt zugreifen. Und zwar einfach folgendermaßen. Ich brauche einmal den Klassennamen, der hier oben steht. Dann gehe ich wieder in irgendeine View. Nehme den Klassennamen, dann zwei Doppelpunkte und dann den Funktionsnamen. Und das würde dann eben jetzt genau diese Funktion aufrufen. In der Regel mache ich da noch ein Echo davor, weil ich möchte die Daten ja auch anzeigen. Und der würde eben jetzt das anzeigen, was diese Funktion zurückgibt. Zurückgeben, Daten kann man mit Return einfach. An dieser Stelle würde eben dann jetzt Test ausgegeben werden. Und ich sagte ja jetzt gerade, ich will eventuell vielleicht Daten aus der Datenbank nachladen. Das schaffe ich vielleicht jetzt noch ganz kurz zu erklären. Da sind wir schon drüber mit der Zeit. Gut, also wie gesagt, ich... mit dieser Zeile Code hier hole ich mir das Joomla-Datenbankobjekt. Das ist dafür da, dass ich eben auf Datenbanken zugreifen kann, Daten laden kann und so weiter. Ich hatte es ja hier, glaube ich, auch auf meiner Folie drauf. Genau, damit lade ich dieses Objekt und dann kann ich einfach hier mit einem Set-Query ein ganz normales SQL-Query auf die Datenbank abfeuern. Und eben mit der Load-Assoc-List würde ich mir das Result-Set als Array wieder zurückholen. SQL, weiß nicht, inwieweit das jetzt hier präsent ist. Dann mache ich vielleicht mal kurz das PHP-MyAdmin auf. Für ein Localhost-Testing ist das okay. So, da sehe ich alle Tabellen, die es in Joomla gibt oder in meiner Joomla-Installation. Und hier für mein Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen wollen würde, wie oft würde denn jetzt ein Produkt, wurde denn ein Produkt verkauft, heißt das, glaube ich, Order Items oder sowas. Genau hier. Ach, schön, dass ich noch gar nichts bestellt habe. Mal auf die andere. Ach, da habe ich schon eine Bestellung drin. Sehr schnell heute. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Vielleicht ja wegen diesem Beamer-Tool hier. Nee,
das ist, ist jetzt einfach nur die Tabelle, in der alle Bestell-Items drinstehen. Also für jede Bestellung wird hier in dieser Tabelle abgespeichert, welche Produkte waren innerhalb dieser Bestellung drin. Und hier wäre dann jetzt irgendwo sicherlich auch die Produkt-ID, hier zum Beispiel. Und jetzt ist es so, wenn ich auf einer Produktseite bin, habe ich ja die Produkt-ID zur Verfügung. Die steht in diesem Virtomat-Produktobjekt, was ich am Anfang einmal ausgegeben habe. Ich könnte jetzt also mit Hilfe dieser Produkt-ID eine SQL-Abfrage machen auf diese Tabelle und mir dann sagen, gib mir alle Datensätze zurück für diese Produkt-ID. Dann hätte ich also aus allen Bestellungen, die dieses Produkt enthalten, dann den Wert. Ich müsste es halt also zählen, wie viele Ergebnisse hätte ich dann zurückbekommen und hätte dann eben den Wert, wie oft wurde dieses Produkt schon bestellt. Eventuell müsste ich noch die Quantity berücksichtigen, also wenn jetzt ein Kunde das Produkt zweimal bestellt hat in einer Bestellung, müsste ich das dann auch mit reinnehmen. Ja, ich denke, weiter kommen wir jetzt zeitlich nicht mehr hin, aber wie gesagt, wenn da jetzt noch Fragen sind, wie würde man jetzt genau diesen SQL-Befehl schreiben oder irgendeinen anderen oder sonst irgendwas, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wir laufen die ganze Zeit hier rum. Aber ich möchte jetzt hier nicht noch unendlich lange überziehen. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann Feierabend. Wenn es jetzt noch irgendwie Fragen gibt, ich bleibe gerne auch noch ein paar Minuten hier. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Dankeschön.